Niau! Bam! Er ist nicht kaputt gegangen. Voll gut. Jo, Freunde der Abstürze. Nach langer Zeit heute mal wieder ein Video aus der Kategorie 3 YouTuber, die abgestürzt sind. Und nein, damit meine ich nicht sowas hier. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh Gott. Sondern YouTuber, die es aus etlichen Gründen nicht geschafft haben, ihren Hype und Erfolg lange aufzubauen und im Endeffekt den Simex gemacht haben. Ein bisschen Kleingeld, ein bisschen Kleingeld, Ma'am. An dieser Stelle ein kleines Shoutout an Kaiser, der hat nämlich das gleiche in schlechter Qualität mit 10 YouTubern gemacht, aber dadurch sind mir noch YouTuber eingefallen, die ich gar nicht in diesem Format hatte. Das hier ist übrigens eine Liste mit YouTubern, die ich schon hier drinnen hatte. Wenn das Format weitergehen soll, dann schreibt mir gerne noch abgestürzte YouTuber in die Kommentare. Oder an die Creator, wäre wirklich mega korrekt, wenn ihr einfach mal abstürzt. Wenn ihr irgendwie Tipps braucht beim Abstürzen, dann sagt mir einfach Bescheid, ich bin der Skandalmeister. Paluten zum Beispiel, dadurch, dass er Kinder-Content macht, könnte ja komische Chats mit Minderjährigen haben. Unge zum Beispiel könnte ein Video darüber machen, dass Milch Gift ist. Oder Simex könnte halt einfach Simex sein. Aber gut, fangen wir mal an. Der erste YouTuber in dieser Liste ist Ben Lexer, den wahrscheinlich gerade die älteren YouTube-Zuschauer noch alle kennen werden. Eventuell auch daher, dass er damals sogar schon mit Katja Krasavitsch zusammen Videos gemacht hat, noch bevor sie richtig erfolgreich gewesen ist. Seinen Content kann man dabei wirklich sehr schwer zusammenfassen, also er hat halt sowas hier gemacht. Der Hase ist äußerst ängstlich und rennt immer weg, obwohl man ihn doch nur füttern möchte. Die Videos bestanden quasi nur aus so komischen Szenen, wie beispielsweise hier bei Teppichboden vs. Experte 4. Der Wundpersonal vom Teppichboden überzeugen kann. Hallo? Ich habe gerade Julius Helmut, mir ist deine Zeitung im Matsch gefallen. Ich habe sie wieder trocken gemacht, ich bringe sie dir mal hoch. Wer ist da? Die Videos sind damals wirklich unfassbar gelaufen. Diese ganz alten Sachen, die noch online sind, haben alle über 1 Million Aufrufe und wurden damals wirklich extrem krass von den Leuten gememt. Aber dann kam irgendwann einfach gar kein Content mehr und 2020 waren dann auch nur noch 3 Videos auf seinem Kanal verfügbar. Dann sind einige Leute darauf aufmerksam geworden, dass es von dem Kanal von Ben Lexer eine eBay-Auktion gegeben hat, wie Herr Newstime in einem Video zusammengefasst hat. Der YouTuber Ben Lexer soll angeblich seinen YouTube-Kanal auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Man findet zumindest eine Anzeige, die heißt YouTube-Kanal mit 330.000 Abonnenten inklusive Google-Konto. Neben den eBay-Kleinanzeigen-Angebot gab es dann noch eine richtige Auktion auf eBay, die sogar erfolgreich beendet wurde. So, Hallöchen, ich melde mich nochmal aus dem Off zurück. Mir ist aufgefallen, dass es bei eBay selber auch noch eine Ben Lexer-Auktion gegeben hatte. Demnach wurde der Ben Lexer-Account für 14.900 Euro am 10. Dezember 2016 auf eBay verkauft. Man war sich allerdings nicht so ganz sicher, ob der Kanal denn jetzt wirklich verkauft worden ist oder nicht. Sowas kann auch durchaus mal Scam sein. Allerdings wurde der Kanal dann wohl tatsächlich eine Zeit lang in Gedankenwelt umbenannt und es gab auch noch lange Zeit einen Livestream, der ebenfalls Gedankenexperiment hieß, der allerdings nie gestartet wurde und dann nach Jahren irgendwann mal entfernt wurde. Seitdem wurden auf dem Kanal etliche alte Videos runtergenommen und neu hochgeladen. Neuen Content von Ben Lexer gab es seitdem nicht mehr. Daher liegt es sehr nahe, dass der Kanal tatsächlich verkauft worden ist, man allerdings gemerkt hat, dass man mit einem Ben Lexer-Kanal ohne Ben Lexer zu sein, wahrscheinlich nicht erfolgreich wird und hat dann angefangen, die alten Videos offline zu nehmen, die neu hochzuladen, in der Hoffnung, dass vielleicht 1, 2 Videos viral gehen. Es gibt dazu auch einen TikTok-Account, der Ben Lexer heißt, der hat sogar so 150.000 Follower, allerdings werden auch da nur uralte Clips hochgeladen, also das wird höchstwahrscheinlich nicht er selber sein. By the way, habe ich tatsächlich mal vor 7 oder 8 Jahren ein Ich bin der bessere Ben Lexer gemacht und wenn das nicht an Ben Lexer rankommt, dann weiß ich auch nicht. Der Fisch ist dafür bekannt, schnell an seine Beute heranzuspringen. Ja, das waren damals meine Videos. Der Grund für den Absturz ist hier ganz einfach, dass er nicht weitergemacht hat. Ich schätze mal entweder, dass ihm vielleicht so dieses in der Öffentlichkeit stehen nicht so sehr gefallen hat oder auch, dass er einfach wusste, dass das jetzt kein Content ist, den du jetzt über Jahrzehnte erfolgreich machen kannst und er sich deswegen dann zurückgezogen hat. Der zweite YouTuber in dieser Liste ist The BA Corner. Wer kennt ihn noch, liked auf jeden Fall das Video. Der war damals vor 7 Jahren so mittelerfolgreich auf YouTube, allerdings mit Content, der halt wirklich sehr widerlich ist.
in seinen Titeln und auch der Inhalt des Videos waren sehr, sehr oft homophobe Beleidigungen, wie ich euch damals schon in einem Video vorgetragen habe. Größter schlimmster Hurensohn, größte 2.0 des Mert Matan, dumme. Und genauso wie es im Titel steht, ist er dann auch auf die Leute draufgegangen. Unsachliche Beleidigung, überhaupt keine Kritik, einfach nur fertig machen und mobben von irgendwelchen Leuten. Und ja, das war damals Content auf YouTube. Auch gegen Tanzverbot hat er damals etliche Videos gemacht, die inhaltlich eine komplette Zerstörung waren. So ist zum Beispiel ein Video online gewesen, wo er angeblich zu Tanzverbot gefahren ist. Da hat er dann im Treppenhaus die ganze Zeit Radau gemacht, hat alle Leute genervt, die da wohnen. Und Tanzverbot konnte ihn komplett auseinandernehmen. Und zwar hat er dann einfach das richtige Treppenhaus gefilmt, was halt nicht das gleiche gewesen ist. Also Props an the BA Corner. Wie ihr eben schon sehen konntet, habe ja dann sogar ich ein Video gegen ihn gemacht und er hat natürlich eine Antwort dazu hochgeladen und hat mich wirklich komplett zerrissen. Mein Statement dazu, du regst dich darüber auf, dass ich PayPal-Spenden sammeln möchte, weil ich Autos geschrottet habe für meinen Kumpel, damit er sein Auto bezahlen kann. Aber selber sammelst du Spenden für deine Mutter, weil sie dir nichts Anständiges zum Essen kochen kann, Digga? Junge, lass mal sein, auf jeden Fall. Ja, also er hat mich da wirklich einfach hops genommen. Übrigens, ich habe nie Spenden für meine Mutter gesammelt, wo auch immer der das her hat. Er hat danach sogar noch einen Diss-Track gegen mich und Tanzverbot hochgeladen. Also der wäre nicht mal in die Hall of Shame gekommen. Hier mal ein paar Lines, die er gegen Tanzverbot rausgehauen hat. Okay. Ich kenne keinen YouTuber, der realer ist, der in Cafés mit über 20 Dealern sitzt. TBC, jetzt höre ich irgendwelche Lausdissen. Hast du nichts Besseres zu tun als auf dem Bauch? Und hier jetzt nochmal zwei, drei Lines, die er gegen mich gekickt hat. Deine Ausbildungsstelle hat dich rausgeschmissen. Ohne YouTube wärst du deine Sohn aufgeschmissen. Ein Dorfkind, der auf Julians Blog macht. Ihr seid beide Söhne, ein Lob für mein Wortschatz. Ich komm in deine Ortschaft, ich klatsche dich klauen. Du lässt dich schwingen. Ich lass mir einen bauen. Ich muss allerdings wirklich zugeben, ich habe danach echt überlegt, mich zu löschen, weil ich damit überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden möchte. TBC hat dann irgendwann aufgehört, diese Videos zu machen und ist nach Jahren wieder auf YouTube zurückgekommen. Und zwar mit einer neuen krassen Business-Idee, und zwar Conversion Agent. Dort bildet er Leute aus, die dann für ihn am Telefon Sachen verkaufen sollen. Das Ganze klingt halt wirklich schon super seriös und auch Kaiser hat vor ungefähr einem Jahr schon ein Video dazu gemacht und es gab sogar mal YouTube-Werbungen von ihm, die ungefähr so hier aussahen. So, hi und herzlich willkommen. Du denkst dir natürlich jetzt wieder irgendein Coach, der dir irgendwas erzählen möchte oder jemand, ich könnte ja zum Beispiel angeben mit Eigentumswohnung, Luxusautos, Luxusuhren oder sonst was, aber habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte dir einfach ein Geschäftsmodell jetzt zeigen, wo du seriös am Telefon verkaufen kannst. Du kannst hochwertige Produkte, hochpreisige Produkte von mir oder von anderen Coaches verkaufen, die zwischen 3.000 Euro bis 20.000 Euro liegen. Dabei kriegst du eine 20%ige Provision von mir, die es so eigentlich bei keinem anderen Coach gibt, die ich dir garantiere. Das bedeutet, du verdienst pro Verkauf am Telefon mit deinen 20% zwischen 600 und 4.000 Euro. Das klingt doch eigentlich super seriös und toll. Da kann man ja ganz schnell reich werden. Und das Beste ist, alles, was man dafür machen muss, ist einen Telefontermin zu buchen, der wirklich einfach cool ist. Wo ich mich bewerben kann. Und zu meinem Glück ist das Ganze auch gar nicht schwer, denn du musst einfach nur ein Telefonat buchen. Das ist quasi wie ein Bewerbungsgespräch. Und ja, der Typ, der damit angibt, wie viel Kohle er nicht verdient, verlangt für dieses einzelne Telefonat, für ein Telefonat, 49 Euro. Ich meine, wo ist da der Sinn? Du bewirbst dich ja quasi da und musst dann für das Einstellungsgespräch einfach 49 Euro bezahlen. Also mal abgesehen davon, dass es nicht noch unseriöser geht, stellt euch mal vor, ihr bewerbt euch irgendwo in der Firma und die laden euch zum Gespräch ein und sagen am Anfang so, ja, also sie können sich jetzt gerne vorstellen, aber erstmal 50 Euro zahlen bitte. Ich meine, wo ist da der Sinn? Du profitierst doch davon, wenn du Leute einstellst, die dann für dich Sachen verkaufen. Die kriegen ja nur die Provision, also das dicke Geld machst ja du. Also ich weiß nicht, klingt nicht ganz so seriös, wenn ihr mich fragt. Auf seiner Internetseite steht er noch dazu, nach seinem Studium und der Zeit als YouTube-Star. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ nicht studiert hat. Und wirklich, du warst alles, aber kein YouTube-Star. Anscheinend ist das Ganze nicht mal ein richtiges Unternehmen. Im Impressum steht nämlich einfach Obscura 21. Dazu findet man online aber wirklich gar nichts, außer eine andere Website, wo Obscura 21 Videodrehs anbietet, mit übrigens genau einem Kunden, für den sie mal was gedreht haben, der auf der Website als Kunde genannt wird. Auch die Impressumsanschrift ist wirklich super seriös. Das ist nämlich einfach eine ganz normale Mehrfamilienwohnung in Berlin. Nicht mal irgendwas Modernes oder so. Der selbsternannte Millionär, der in der YouTube-Werbung noch sagt, er könnte jetzt flexen mit Autos, Luxusuhren oder etlichen Immobilien, hat neben einer nicht eingetragenen Firma, anscheinend zumindest, einfach eine Mietwohnung in Berlin als Büro angegeben.
Also, wenn du so ein krasser Millionär bist, hätte man da nicht irgendein Büro oder eine richtig eingetragene Firma, also keine Ahnung, eine GmbH oder sonst irgendwas? Ich würde also auf jeden Fall sagen, rein da, meine Freunde, und werdet reich. Der dritte YouTuber in dieser Liste, den hatten wir schon mal, allerdings gibt es da jetzt neue krasse Infos und das passt am besten in dieses Format rein. Und zwar geht es nochmal um Commander Krieger. Der war früher zu Anfängen von YouTube, als ihr alle noch in den Kindergarten gegangen seid, eine wirkliche Größe. Und zwar mit Call of Duty Commentaries. Seine erfolgreichsten Videos haben auch hunderttausende Aufrufe gehabt und er war eine Zeit lang auf YouTube unter den Top 20 mit den meisten Abonnenten. Allerdings hat er sich in den Jahren wirklich so überhaupt nicht weiterentwickelt, also wirklich so null, und auch von seiner Persönlichkeit her muss man sagen, dass er jetzt nicht gerade die Attitüde hat einer Person, die lange Zeit erfolgreich ist. Vor allem die Qualität auf seinem YouTube-Kanal hat sich wirklich nie verbessert, sondern ist teilweise sogar noch zurückgegangen, was kaum noch möglich gewesen ist. Dass die Videos von Krieger für viele Zuschauer langweilig gewesen sind, das hat man damals auch sehr oft in den Kommentaren gelesen und war ein Vorwurf, den es quasi schon immer gegeben hat. Denn auch Monte hat mal in einem Video darüber gesprochen. Hier ging es um einen Kommentar, der sich darüber beschwert hat, dass es ein langweiliges, ungeschnittenes Gameplay-Video ist, was er da hochgeladen hat. Und ja, das angesprochene Gameplay-Video war wirklich langweilig. Ich meine, hier einfach mal durchgeskippt. 0 Kills, 0 Kills, 0 Kills, 0 Kills, 0 Kills. Am Ende dann ein Kill und er hat gewonnen und das war das Video. Und auch dazwischen gab es keine krassen Kämpfe oder sonst irgendwas. Es war wirklich die langweiligste Runde, die man hätte hochladen können. Zu diesem Kommentar hat Krieger dann auch ein komplettes Rechtfertigungsvideo gedreht, wo er unter anderem Folgendes sagt. Aber ihr merkt es ja, oder ihr seht es ja auf meinem Kanal, die Klicks werden immer weniger. Das hat auch, nicht nur, aber auch natürlich mit dem Content zu tun und auch mit YouTube. In einer gewissen Art und Weise hat das enorm damit zu tun, mit diesem sogenannten YouTube-Algorithmus. Ja, allerdings kann man halt nicht immer dem Algorithmus die Schuld geben. Die Videos waren halt einfach nicht spannend. Was also passiert, wenn du so ein Video hochlädst, ist, dass es eine richtig niedrige Watchtime hat und dass Zuschauer vielleicht in Zukunft nicht wieder auf ein vorgeschlagenes Video von dir klicken, wodurch YouTube dann sieht, okay, das wollen die Leute nicht sehen, also schlagen wir denen das nicht mehr vor. Dass man für den Algorithmus natürlich irgendwo schon aktiv Videos hochladen sollte, ist richtig. Aber wenn du die Wahl hast zwischen vielleicht ein Video in der Woche, was qualitativ richtig gut ist, und jedem Tag ein ungeschnittenes, langweiliges Gameplay-Video, dann würde ich dir empfehlen, das Qualitative hochzuladen. Ein Jules beispielsweise lädt auch nur sehr unregelmäßig Videos hoch, aber hat trotzdem extrem viele Klicks, weil der Content halt einfach krass ist. Selbst wenn man vielleicht nicht der spannendste Spieler ist, kann man ja trotzdem durch kluge Formate oder durch richtig gute Schnitte das Video einfach extrem anheben. Und das sind Dinge, die Commander Krieger also entweder nicht verstanden hat, oder er hat halt eh keinen Bock mehr auf YouTube gehabt und dachte sich, er macht halt einfach sowas. In einem neuen Video hat Commander Krieger tatsächlich Folgendes gesagt. AK-Performance, um es mal anders zu sagen. Ich bin kurz davor, Insolvenz anzumelden, weil ich so wenig Reichweite habe und meine Subscriber-Zahlen so niedrig sind. Und sowas ins Leben zu rufen, dafür brauche ich Reichweite und die habe ich nicht. Und das ist eigentlich ziemlich schade. Ich meine, ich habe mit Commander Krieger so meine Auseinandersetzungen gehabt, ich glaube, wir beide mögen uns auch nicht, aber trotzdem finde ich das tatsächlich sehr, sehr schade, denn man muss zumindest sagen, dass er hier seit Jahren immer noch durchzieht, extrem viel streamt und die Zuschauer trotzdem immer weiter runtergehen. Wenn man auf der Twitch-Statistikseite einfach mal so guckt, dann ist er halt wirklich komplett gedroppt. Also jetzt hat er im Durchschnitt halt noch knapp über 100. Das Problem ist vor allem, dass er, glaube ich, immer noch nicht verstanden hat, warum seine Zuschauerzahlen immer weiter zurückgehen. In dem gleichen Stream hat er nämlich Folgendes gesagt. Die Leute interessieren sich halt nicht für mich. Und das kommt halt dadurch, dass irgendwelche die ganze Zeit irgendwie vom Commander Klick los und immer irgendwelche dummen Sprüche hauen. Ich meine, die gucken sich eine Reaction auf Fritz Meinecke an und reagieren auf, ob sie bei Seven vs. Wild dabei sind. Und ich bin das Thema. Es liegt doch aber nicht nur daran, dass irgendwelche Leute, wie vielleicht ich, dich irgendwann mal Commander Klicklos genannt haben. Er ist halt einfach super langweilig. Es tut mir leid. Ich habe diesen Stream, den ich gerade eingeblendet habe, dann noch eine Zeit lang geguckt und auch vorgeskippt. Und teilweise guckt er irgendwelche Videos und sagt dann wirklich 10 Minuten einfach gar nichts. Also er bietet für die Zuschauer überhaupt keinen Mehrwert. Warum sollte ich mir das dann angucken? Wenn du nichts dazu beiträgst, dann kannst du doch nicht anderen Leuten die Schuld geben, dass du keine Zuschauer mehr hast. Auch die Aktionen, für die man ihn in letzter Zeit so halb mitbekommen hat, lassen ihn halt einfach sehr unsympathisch wirken. So hat er zum Beispiel in einer Seven vs. White Reaction Sascha vorgeworfen, dass er Flossen benutzt hat, was nachweislich einfach falsch gewesen ist. Dazu hat er dann irgendwie so einen FIFA 23 Points Glitch hochgeladen und ja,
Das sollte wohl irgendwie so ein April-Scherz sein, aber ich verstehe den Witz da ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß, das hat er auch schon öfter gemacht, aber auch das ist halt einfach wack. In dem Video, wo er sich über diesen Kommentar abgelassen hat, hat er übrigens auch gesagt, dass er einfach keine Zeit hat, Videos zu schneiden, weil er halt den ganzen Tag streamt, teilweise irgendwie 10 Stunden oder so. Und ja, es ist ja in Ordnung, wenn Streaming für dich dein Leben ist und du da so viel Zeit reinstecken möchtest, aber wie gesagt, mach das einfach den YouTube-Kanal kaputt. Es ist nun mal dein Job und anstatt dann 10 Stunden zu streamen, dann stream doch 9 oder 8 Stunden und schneide 1 oder 2 Stunden das Video, damit du halt nicht deinen YouTube-Kanal komplett kaputt machst, so wie es halt jetzt passiert ist. Das ist doch nichts Langfristiges. Was hat dir das Ganze jetzt gebracht? Ich meine, wir sind halt wirklich an einem Punkt, wo ein YouTuber, der früher zu den größten und erfolgreichsten in Deutschland gehört hat, nicht mehr davon leben kann und gerade Bewerbungen schreibt, um wieder normal zu arbeiten. Das hat es so bisher noch gar nicht gegeben. In dieser Reaction in dem Stream hat er übrigens auch gesagt, dass er ja keinen Rücken von seinen Kollegen bekommt. Ja, aber wie gesagt, bietest du halt einfach keinen Mehrwert. Also ich wette, selbst du könntest locker wieder hochkommen, wenn du einfach spannendere Streams machst und wenn du wieder Videos machst, die irgendeinen Mehrwert bieten. Jetzt gerade hat er auf Twitch sogar wieder 855 Abonnenten, was gar nicht mal so wenig ist, denn in dem eben gezeigten Stream waren es irgendwie ungefähr 355, was halt ungefähr 700 Euro gewesen sind, was jetzt nicht gerade zum Leben reicht. Bei ihm ist halt das Ding, dass er teilweise auch sehr alte Zuschauer hat und alleine die ersten beiden Top-Sub-Giver diesen Monat haben halt schon 250 Subs verschenkt, was wirklich eine ganze Menge ist. Aber immerhin hat es für Commander ein gutes, sage ich mal. Dadurch, dass er ja vor dieser ganzen Influencer-Laufbahn schon normal gearbeitet hat, hat er eine abgeschlossene Ausbildung, hat auch jahrelang normal gearbeitet und zumindest wird es für ihn halt jetzt nicht schwer, irgendwas zu finden. Auch die Selbstständigkeit, denke ich mal, wird da positiv mit reinspielen. Was sagt ihr dazu? Welcher von diesen YouTubern ist am härtesten abgestürzt? Wem würdet ihr es am meisten gönnen, dass er wieder hochkommt? Und keine Ahnung, schreibt mir in die Kommentare, wie hübsch ich bin. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Bis dann, okay, thanks, bye.